Nach meinen langen Reisen liebe ich es, in einsamen Hotels zu sitzen, am Meer, vor dem großen Wasser hinterm Glas und einer Kanne Espresso und ein Glas mit ein paar Prozent. Und dann passiert kaum nichts. Und die verflossenen Erlebnisse jagen vorüber, wie hinter einem Film. Hier spricht der Dampfer Ernest Jans. Komm, wir gehen gerade unter. Wir sind in Gedanken versunken. Unser Chef kam, sah ihn versiegt. Aber wie ist denn das passiert? Es war 2 Uhr in der Früh. Der Dampfer lag am Kai. Es ging hoch her, gut. Wir überleben es ja nicht alle Tage. Alle waren wie wild. 30.000 Leute auf dem Kahn. Ist ja völlig absurd. Hin und her, wie in der Schaukel, feierten unsere Jubiläum. 2 Jahre kein Krieg. Pass auf, sag ich zum Steuermann und so zum Scherz. Du musst schließlich das Boot versteuern. Ja. Und dann war es soweit. Der Dampfer ist abgelegt und gleich im Hafen untergegangen. Wir nahmen den Kurs aus offenem Malheur. Der Dampfer hat zwar die Hafenausfahrt passiert, aber in die falsche Richtung. Das heißt, wenn du in eine Drehtür reinläufst und auf der falschen Seite wieder raus, weil du den Absprung nicht verpasst hast. Der Dampfer hatte die Hafenausfahrt passiert. Dann gab es diesen Schlag. Der Dampfer wurde zurückgeworfen. Der Hafen drehte sich um das Schiff. Jetzt stand das Schiff senkrecht im Hafen weg, als wollte es in die See stechen. Und die Passagiere, die standen, lagen jetzt. Die Passagiere, die lagen, standen jetzt. Das Schiff zappelte und glitzerte wie ein Vollbluthengst im Mondlicht. Überschlug sich und blieb liegen. Ich erinnere mich. Komm, pass auf. Es fing alles so gut an in der Hafenstadt Porto Claire vor 2 Tagen, prächtig gerüstet zum Weltreisedampfer des Empfanges und zum Beginn der Jubiläumsfeierlichkeit auf dem Schiff. Die gesamte neue Hafengesellschaft im Hafen prächtig geschmückt, in der Hafenstraße 1000 eine bunte Fahne wehten und fündeten vom festlichen Empfang des Weltreisedampfers unter Kapitän Rosi nannte ihn Stoffig. Gespannte Ruhe bereitgestellt, ein rotes Teppichkreuz, bereitgestellt auf 131 Meter hohe Zypressen wurden gepflanzt, 31 Böllerschüsseln bereitgestellt, Blumengerinnsel und Glocken läuteten auf den Glocken, die Türme, die Glocken. Bereitgestellt auch Ruhe, meine Damen und Herren, strahlendloser Himmel, die Sonne gelb von der Sonne, leicht begleiteter Luftzug, gefolgt von einer Prise Salzwasser. Bereitgestellt auch eine Hydra von einer Kapelle, ein 90-köpfiges Notengeschwader unter Leitung des Dirigenten mit der weißen Rose. Zieh dich an, samt
Horizont und dran. Nach der Rede des Präsidenten warf ich Blicke in die Gesellschaft. Ich beobachtete die Augen der Männer in den Kleidern der Frauen und die Blicke der Damen in den Kostümen der Herren. Wir spielten Ding-Fang-Bong, Bling-Fang-Bong, Bling-Fang-Bong. Wir spielten Blickfang. Ich ließ meinen Blick schleifen. Es geht nichts über einen geschliffenen Blick. Augen einseifen, Tränen wischen, festziehen. Fertig ist der geschliffene Blick. Garantiert ohne Schweif. Jetzt ein Whisky nach dem Essen. Ein Whisky, ich erinnere mich an die Insel und den Whisky. An den Whisky-Duft der Insel. Ja, damals haben wir die Whisky-Flaschen noch aus Pappbechern getrunken. Das war von Papp zu Papp unterschiedlich. Meine Herren, wir müssen mal ganz neu anfangen. Tja, vierte Frage. Also neu anfangen, ich meine. Man müsste mal ganz neu anfangen. Also wie werden Sie fragen jetzt, wie kommt er jetzt drauf? Ich kann nicht schlafen, kann nicht halten, kann nicht schlafen. Ich suche den, mein Körper wälzt sich auf den Schafen, die anderen Zähne, die dunklen Schatten, die sich über die Lichter quälen. Und so tief ich auch atme, kommt die Luft nicht herein. Keiner von den dumpfen Leibern lässt mich heute allein. Noch ein Traum und noch ein Traum, ja genau. Und dann wird der Hai in der Luft und der Kuckuck im Wasser und der Hai sagt Meer und der Kuckuck sagt Luft und der sagt mir ja. Und dann werden wir uns im Sandkorb verstecken. Und wenn wir Glück haben, werden wir morgen Abend den Dampferaufgang nicht verpassen.